Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir euch die beeindruckende NIO ET7 Elektrolimousine vorstellen. Seit 2023 tritt NIO mit der Hightech-Limousine ET7 gegen Marktführer wie das Tesla Model S und den Mercedes EQS an. Endlich stehen die Kaufpreise für Deutschland fest. Die ET7 startet ab 69.900 Euro und bietet eine Reichweite von bis zu 580 Kilometern, abhängig von der gewählten Akkukapazität. Bislang hatte NIO sein Angebot auf SUVs beschränkt, doch mit der ET7 erweitert das chinesische Unternehmen sein Portfolio um eine elegante Limousine, die sich klar als Flaggschiff positioniert. Mit einer Länge von knapp über 5 Metern tritt die ET7 in direkten Wettbewerb mit etablierten Modellen wie dem Tesla Model S, dem Mercedes EQE und EQS sowie dem Porsche Taycan. Das Design der ET7 ist bewusst zurückhaltend gewählt und beeindruckt zusätzlich mit einem hervorragenden Luftwiderstandsbeiwert von 0,21, was nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch aerodynamisch effizient ist. Die NIO ET7 ist ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich, realisiert durch zwei leistungsstarke Elektromotoren. An der Vorderachse sorgt ein 180 kW Motor für den Antrieb, während hinten eine 300 kW Einheit die Leistung ergänzt. Zusammen ergibt dies eine beeindruckende Systemleistung von 480 kW, das entspricht 653 PS. Das maximale Drehmoment beträgt stolze 850 Newtonmeter, was der ET7 eine beeindruckende Beschleunigung verleiht. NIO verspricht für den Standardsprint eine Zeit von nur 3,8 Sekunden. Ein echtes Kraftpaket auf den Straßen. Die Abmessungen der ET7 sind ebenso beeindruckend. Mit einer Gesamtlänge von 5098 mm, einem Radstand von 3060 mm und einer Breite von 1987 mm bietet die Limousine großzügigen Platz für Fahrer und Passagiere. Besonders die Innenraumgestaltung setzt auf Minimalismus und hohen Komfort. Nachhaltige Materialien wie nachwachsendes Rattan, Karo-Un, prägen das Interieur und schaffen eine angenehme sowie umweltfreundliche Atmosphäre. Dekorelemente aus Karo-Un verleihen dem Innenraum eine natürliche Eleganz, während der großzügige Platz sowohl vorne als auch hinten für eine komfortable Fahrt sorgt. Ein besonderes Highlight im ET7 ist der digitale Assistent Nomi, der als kleines Displaygesicht in der Mittelkonsole integriert ist und interaktiv mit den Passagieren kommuniziert. Die Steuerung des Fahrzeugs erfolgt über einen 12,8 Zoll großen Touchscreen, der intuitiv bedient werden kann. Dank des 1,9 Quadratmeter großen Panoramadachs haben auch die hinteren Passagiere einen freien Blick in den Himmel, was das Fahrgefühl noch angenehmer macht. Das erste in einem Auto verbaute 7,1:4 Soundsystem sorgt zudem für ein beeindruckendes Klangerlebnis während der Fahrt. Ein weiteres spannendes Feature des ET7 ist die Batterietechnologie. Das Basismodell ist mit einem 75 kWh Akku ausgestattet, der nach WLTP für eine Reichweite von 385 bis 445 km sorgt. Die 100 kWh Version erweitert diese Reichweite auf beeindruckende 505 bis 580 km. Zukünftig plant NIO sogar einen komplett neuen 150 kWh Akku, der eine Reichweite von über 1000 km ermöglichen soll. Ein besonderes Merkmal des ET7 ist die Möglichkeit, die Batterien an den einzigartigen Batteriewechselstationen von NIO zu tauschen. Darüber hinaus kündigt NIO an, dass der ET7 perspektivisch mit Feststoffbatterien ausgestattet werden soll, die eine Energiedichte von bis zu 360 Wattstunden pro Kilogramm erreichen können. Das sind rund 40% mehr als die derzeit von Tesla verfügbaren Batterien. In Sachen Technologie setzt NIO ebenfalls auf höchste Standards. Der ET7 ist mit 4 Orin-Chips von Nvidia ausgestattet, die eine Rechenleistung von 1016 Tensor-Operationen pro Sekunde ermöglichen. Diese Chips sind das Herzstück des neuen Bordrechners, den NIO Adam nennt. Beim autonomen Fahren geht NIO mit dem ET7 neue Wege. Aktuell befindet sich das Fahrzeug auf Autonomie Level 2, doch die Hardware für mindestens Level 3 ist bereits eingebaut und großzügig dimensioniert. Neben einem LiDAR-Sensor in der Watchtower-Position über der Frontscheibe verfügt der ET7 über 11 Videokameras mit einer Auflösung von 8 Megapixeln, was im Vergleich zu den 1,2 Megapixeln der Kameras von Tesla einen deutlichen Vorteil darstellt. Das Gesamtsystem, das NIO Aquila nennt, soll laut ursprünglicher Ankündigung zu einer Monatsmiete von etwa 90 Euro verfügbar sein.
Preise und Batteriemodelle variieren ebenfalls. Für den ET7 verlangt NIO in Deutschland mindestens 69.900 Euro, wobei dies noch ohne Batterie gilt. Der 75 kWh Akku kann entweder für eine einmalige Zahlung von 12.000 Euro oder für eine monatliche Miete von 169 Euro erworben werden. Für den 100 kWh Energiespeicher fallen einmalig 21.000 Euro oder monatlich 2x89 Euro an. Allerdings haben derzeit nur Mieterinnen und Mieter der 75 kWh-Variante die Möglichkeit, die Batterien an den Power-Swap-Stations zu tauschen. Zusätzlich profitieren ET7-Kunden von mehreren Privilegien, die bei anderen NIO-Modellen teilweise extra kosten. Eine lebenslange Garantie, eine kostenlose Wallbox für zu Hause, ein lebenslanger Ladeservice, eine lebenslange Mobilitätsgarantie sowie lebenslange Online-Funktionalitäten. Der erste Eindruck des NIO ET7 im Designstudio ist überwältigend. Die ruhige Linienführung der über 5 Meter langen Limousine verbindet das typische Markengesicht mit geteilten Scheinwerfereinheiten an der Front geschickt mit einer flachen Fließheckkarosserie. Trotz des flachen Dachverlaufs behält der ET7 einen klassischen Heckdeckel bei, was der Limousine eine zeitlose Eleganz verleiht. Für Hobbyspediteure mag die begrenzte Variabilität der Rücksitzlehnen ein Nachteil sein. Jedoch bietet die Durchreiche nach vorne eine praktische Lösung für den Transport von Skiausrüstung oder Golfschlägern. Beim Einstieg in den ET7 beeindrucken die elektrisch ausfahrbaren Türgriffe, die nahtlos in die rahmenlosen Seitenscheiben übergehen und den Weg in den Innenraum öffnen. Im Fond stehen großzügige Platzverhältnisse für Beine und Schultern zur Verfügung, wobei die Kopffreiheit durch den flachen Dachverlauf etwas eingeschränkt sein kann. Insbesondere für größere Personen. Die erhöhte Innenhöhe unter dem Panorama-Glasdach sorgt jedoch für ein luftiges Raumgefühl vorne, während das Cockpit bewusst flach und zurückhaltend gestaltet ist. Die Lüftungsdüsen sind dezent im Armaturenbrett versteckt, was dem Interieur eine saubere und minimalistische Optik verleiht. Das nachhaltige Karoun-Material, das wie Holzfurnier wirkt, bietet eine angenehme Haptik und unterstreicht das umweltfreundliche Konzept des ET7. Die technischen Displays, darunter ein 10,8 Zoll Display hinter dem Zweispeichenlenkrad und ein großer 12,8 Zoll Monitor in der Mittelkonsole, sind gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Der KI-gestützte Sprachassistent Nomi trägt zur Benutzerfreundlichkeit bei, indem er einfache Aufgaben wie das Abspielen von Musik übernimmt und gelegentlich freundlich in Richtung des Fahrers winkt. Abschließend lässt sich sagen, dass die NIO ET7 Elektrolimousine ein beeindruckendes Paket aus Leistung, Technologie und Design bietet. Mit ihrer hohen Reichweite, den fortschrittlichen Batterietechnologien und den zahlreichen Komfortmerkmalen setzt sie neue Maßstäbe im Segment der Elektrolimousinen. Die Kooperation mit NVIDIA und die innovativen Ansätze im Bereich des autonomen Fahrens zeigen, dass NIO bereit ist, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten. Wer also auf der Suche nach einer zukunftsweisenden Elektrolimousine ist, sollte die NIO ET7 definitiv im Auge behalten.